So, und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zur Fortsetzung der Good Old Times Serie. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte mich nochmal ein bisschen hier mit dem Airport beschäftigen, denn das lässt mich natürlich nicht locker, dass zum Beispiel hier die ganzen Leute stehen und die nicht weitergehen. Deshalb habe ich mich entschlossen, das Spiel weiterzumachen. Aber wir werden einiges umbauen. So, was abbrechen und überdenken. Nicht anwendbar. Aha. Okay, also ich kann jetzt denen nicht sagen, verschwinde. Finde ich natürlich auch geil. Wir müssen aber hier auf jeden Fall einiges umbauen. So, was ich gesehen habe. Es gibt, wie nennt sich das? Wanderweg. Ja, das ist neu. Okay, das gab es damals bei mir noch nicht. Achso, mindestens 10. Okay. Das könnte man nämlich gut gebrauchen oben. Der ist aber 2 groß, wenn ich das richtig sehe. Wanderweg heißt der auf Deutsch. Okay. Deshalb würde ich schon fast sagen. Moment, den Bereich brauchen wir. Den Bereich hier unten brauchen wir nicht. Wie sieht es hier oben aus? Da ist es genau andersrum. Da brauchen wir den Bereich nicht. So, jetzt ist die Frage, ob wir hier Security draus machen. Wie machen wir das am blödesten? Was ich auch gesehen habe bei einem YouTuber, den ich geschaut habe, man muss nicht an diesen ID-Dingern muss man keine Schlangen setzen. Man muss nicht immer dafür sorgen, dass die Sims nur da durch können. Was ich ein bisschen komisch finde, weil normalerweise, wenn die Sims dann hier hingehen zu dem ID-Check, ist ja klar, das nächste, wo sie hingehen, ist das, ist der Gepäckscanner. Aber die Leute, also besser gesagt, der YouTuber hat dann die Gepäckscanner so weit auseinandergesetzt, dass die Leute noch gemütlich hin und her laufen konnten. Das gleiche auch hier bei den Bodyscannern. Das heißt, er hat nicht immer den direkten Weg gewählt, so wie ich. Also ihr habt ja nur die Wahl hier durch und dann durch den Bodyscanner. Der hat es einfach offener gestaltet und bei dem hat es dann funktioniert. So, deshalb möchte ich das gern ein bisschen ausprobieren, ob das so funktioniert. Und das möchte ich gerne hier oben in diesem XXL-Bereich hier gerne testen. Da können wir dann auch gerne hier die Tickethalle ein bisschen erweitern, die Toiletten ein bisschen nach rechts versetzen. Deshalb würde ich fast schon sagen, wir machen hier den Aufgang. Oder? Wie machen wir das? Wir kommen hier rein. Also das ist gleich hier unten wie dort oben. Das heißt. Ist aber auch blöd. Da müssen wir sozusagen von der Etage E müssen wir hoch, da ist dann Security und falls dann jemand hier unten zu diesen Gates möchte, muss er dann wieder runter. Okay, aber das ist sollte eigentlich kein Problem darstellen, würde ich mal sagen. Deshalb würde ich vorschlagen. Hallo, ich möchte gern eins hoch. Ah, jetzt. Ich würde vorschlagen, wir machen hier einen Wanderweg, ja, so wie es auf gut Deutsch heißt. Machen wir hier rein und dann würden wir von links nach rechts mit dem ganzen Security-Zeug anfangen. Das würde bedeuten,
Heißt es Treppe? Ja, Treppe nach unten. Durch Zaun oder Wand in Nähe blockiert. Okay. Ah ja, okay, da ist die Wand. Die muss natürlich weg. So, das ist klar. Eitling. Also Eitling heißt nichts machen. Hallo, Arbeiter? So, das wäre jetzt echt mal nett, wenn wir die ganzen Fluggäste hier mal wegkriegen. Deshalb würde ich mal sagen, wir machen hier auf, wir machen dort auf und wir machen hier auf, um einfach zu gucken, ob dann die Leute dort rausgehen. Weil vielleicht wollen die ja einfach nur gehen. Das sind zu viele Menschenmengen. Und das Erste, was wir jetzt machen, sind alle Flüge streichen. Ausweisgates. What? Wie, was, 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 was? Ausweichgates. Flüge, Ausweichgates. Okay. Kann ich die löschen? Wir wollen. Ja. Okay, habe ich jetzt das Spiel zum Abschluss gebracht? Nee. Alle cancel, cancel, cancel. Wird sich Lufthansa natürlich freuen. Aber ich hoffe, Lufthansa kommt wieder. Kommt wieder, wenn wir den Airport fertig haben. Und dann hoffentlich alles geht. Werden wir mal sehen. So, jetzt habe ich keine Flüge mehr. Perfekt. Oh. Ihr verpisst euch jetzt alle. Sehr schön. Wieso stellt ihr euch jetzt hier wieder an? Seid ihr blöd? Hallo. Okay, was ich auch sehe, wir müssen nicht immer einen freilassen, sondern wir können mehrere nebeneinander stellen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist gut. Aber was machten ihr hier? Wo wollten ihr denn hin? Sector cannot be vacated. Sector cannot be vacated by insecure packs. Mein Gott, warum ist denn mein Englisch so schlecht? Das heißt jetzt, die können den erreichen. Wieso kommen denn da jetzt neue? Hallo, alle Flüge sind gestrichen. Hier, Flüge gestrichen.
Mindestens ein Gepäckausgabezone muss muss erfüllt sein. Ja, okay, lass mich jetzt. Alter. Treppe nach unten. Nee, Treppe, doch, Treppe nach unten. Nee, das ist ja dann auch falsch. Oder? Dann ist er da unten rot. Ja, nee, 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 nee. Oh je, yeah, abbrechen. Treppe nach oben. Pff. Wie soll ich das denn ausfindig machen, Alter? Das ist die Ecke. Das heißt... durch Warteschlange blockiert. Remove. Muss jeweils ab dem Ende... habe ich doch. Hä? Alter, das nervt, wenn da so viele Leute sind. Leute, eure Flüge sind alle gestrichen. Ja. Yeah. Abflug erzwingen, ja. Abflug erzwingen, ja. Abflug erzwingen, ja. Abflug erzwingen, ja. Und Abflug erzwingen, ja. Ja. Ja, ihr seid jetzt genervt, ist mir klar. Aber wenigstens verpisst ihr euch dann. So, jetzt nochmal. Treppe nach oben. Ja, hier geht's nicht. Ja. Also wir machen hier mal 1, 2. Okay, mehr geht nicht. Hallo, Spiel? Rolltreppe nach oben, ja, natürlich immer eine Rolltreppe. So, dann wären wir hier. Dann ziehen wir dort eine Wand. Muss ich das immer neu auswählen? Das war doch vorher noch nicht so, oder? So, und jetzt ein Wanderweg. Von hier nach hier hinten. So. Ich glaube, die Toiletten sind auch etwas überfüllt. Sind jetzt schon wieder Flugzeuge da? Nee. Weil, was macht ihr hier denn? Es leert sich auf jeden Fall. Okay, wir reißen das einfach schon mal alles ein.